Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe von Hallo Home Office in einer Konstellation, die origineller nicht sein könnte. An meiner Seite heute die wunderbare Nastassja, hallo. Tatjana und hallo. Andi Strauß. Hallo! Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr über euch. Wir haben heute wieder mal etwas vor, das wir schon einmal ausprobiert haben, nämlich in die alten Fotoalben schauen, denn wir können ja momentan nicht rausgehen. Das hält uns aber nicht davon ab, mal ein bisschen in die Vergangenheit einzutauchen und zu schauen, wo kommt so ein Andi Strauß eigentlich her? Was hat der früher gemacht? Was darf man davon inzwischen schon sagen, weil es verjährt ist? Und Nastassja, wie hat die früher gelebt? Ich habe eben schon gehört, sie war in Cleveland. Wer ist die Frau überhaupt, die sich da gerade fit trainiert? Und Tatjana, ich weiß nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben, aber auf einmal bist du dabei und wir freuen uns richtig. Ich habe richtig Lust. Also nehmt euch zu Hause, macht euch einen Kaffee, holt euch ein Stück Kuchen, Keks, whatever, macht euch schön muckelig und dann tauchen wir heute mal ein bisschen ein. Was teast mal so ein bisschen, Leute? Was habt ihr denn so vorbereitet? Was habt ihr so rausgesucht an Fotos? Also ich habe ja eine Menge hier noch, wie heißt das, so Fotos und die bin ich alle durchgegangen. Mir ist ein Ding aufgefallen, ich hatte wahnsinnig dünne Augenbrauen in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, da war so ein Trend, den ich irgendwie viel zu lange durchgezogen habe. Also sind mehr oder weniger nur so Strichchen. Hast du auch nur so ein Haar quasi gehabt hinten, so gefühlt? Ja, ja. Genau. Und ich hatte früher, ich habe ja jetzt Kontaktlinsen, früher hatte ich eine Brille und die habe ich blau gefärbt. Also es waren blaue Brillen mit dünnen so Streifen oben drüber. Das war ein Look, der hat mir sehr gut gestanden und den habe ich irgendwie ein paar Jahre durchgezogen. Nasti, was können wir denn bei dir heute erwarten? Also bei mir, ich hatte Schwierigkeiten, die Jahre wirklich selber zuzuordnen, weil ich gefühlt jedes Jahr mir mindestens dreimal die Haare gefärbt habe, was sehr viel erklärt. Sprich für eine innere Unsicherheit und Unruhe. Ja, was, ne? Für Kreativität, das steht für Kreativität und Mut. Meine ich ja. Hallo? Mut, ja. Experimentierfreude meine ich natürlich. Ja, nicht Selbstzerstörung. Also ich war wirklich von tot blondieren bis schwarz. Es war ein Mix auf meinem Kopf. Hast du mal rot gehabt? Auch, ja. Aber die Fotos habe ich nicht, da habe ich keins gefunden. Ja, es ist interessant und spannend. Ich bin gespannt, was da nachher bei rumkommt. Ich muss mir die auch nochmal angucken. Schnell. Andi, was hast du vorbereitet für uns? Naja, also mir wurde da gesagt, es geht so ein bisschen um Schulzeit und Studium, also um diese Zeit. Und dann habe ich quasi so ein bisschen meine Zeitreise zurechtgetüdelt. Immer so alle möglichen Jahre durcheinander geflext, um zu gucken, was da so passiert ist. Ja, genau. Also auch das Problem, ich habe auch tatsächlich mehr so analoge Fotos noch. Da habe ich dann abfotografiert. Dann habe ich noch ein paar digitale Fotos. Hier, guck mal, was für ein Style. Wow, das ist eigentlich Wow. Ja, die ist so eine Zeit. Aber kannst du das live nochmal nachstellen, jetzt, während wir live sind? Ja, ich bräuchte dafür jemanden, der mir diese, das ist eine Art Cornrows, die mir da geflochten wurden. Das war tatsächlich auch in Zimbabwe. Also es hat mir jemand, der traditionell für Cornrows zuständig ist, da reingeflochten. Aber ein bisschen zu Afrika-Reise kommt später auch, denn das ist Teil vom Studium. Wie lange hast du immer lange Haare gehabt, Andi? Es gibt, wenn ich meine Fotos durchgucke, habe ich eigentlich ab meiner Pubertät lange Haare, bloß einmal so um 18 rum, habe ich die einmal dann plötzlich ganz kurz. Also ich habe das dann filmisch auch verarbeitet. Ich hatte vorher noch so einen roten Irokesenschnitt und den habe ich dann in einem Film komplett abrasiert. Also wir haben die 10 Gebote nachgefilmt und da war eins der Gebote, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine cooleren Haare haben als ich. Und dann schneide ich mir den Iro ab. Das haben wir bei NDA mal verwendet. Ja, genau, das haben wir mal gezeigt, genau. Ja. Und der eigentliche Hintergrund ist natürlich, dass jemand meine Haare haben wollte, um da bestimmte Experimente mitzumachen. Und ich wollte die denen nicht geben. Aber was für Experimente wollten die machen? Ich weiß es nicht. Was halt so der Staat für Experimente mit deinen Haaren macht. Ja, ich würde sagen, Andi, wenn wir schon mittendrin sind, dann hol uns doch mal rein. Dann zeig uns doch mal schon ein bisschen was. Ja, soll ich anfangen? Okay. Ja, dann.
Ich gucke, ob ich hier richtig bin. Ja, ich bin hier richtig. Das heißt, jetzt starte ich irgendwo meine Desktop-Übertragung. Das mache ich nämlich hier, Bildschirm freigeben. Ach, guck mal eine an. Seht ihr das? Ja, oh, wie süß. Ist hier noch Andreas links? Seht ihr das auch? Ich schicke euch mal so ein bisschen weg. Ich weiß gar nicht, ob das... Ja, ich mag euch, aber ich guck mal hier. Ja, das bin ich vor der Schule, also bevor ich überhaupt zur Schule gegangen bin. Ich hatte früher ganz blonde Haare, super süß und immer einen Jogginganzug an. Und das ist wahrscheinlich bei meiner Oma im Garten irgendwie. Warum zeige ich das? Ach ja, das einfach nur, weil das vor Schule war. Ups, da bin ich eingeschult. Aber guck mal, da bin ich doch total... Oh, Nippel, Entschuldigung. Ich zoome mal nur auf mein unschuldiges Gesicht. Also es sieht ein bisschen so aus, als hätte ich gerade irgendwas angezündet. Ich war am Wochenende in einer Telefonkonferenz mit meinen Eltern und die haben erzählt, dass ich tatsächlich öfters versucht habe, das Haus abzubrennen. Das lag daran... Naja, ich wollte nicht wirklich das Haus abbrennen, aber meine Eltern haben es als einen Versuch ausgelegt. Die Sache ist, wir sind in ein Haus gezogen in Ostfriesland, in dem vorher ein Schuster seine Werkstatt im Keller hatte. Und da waren super viele Chemikalien. Und ey, wenn man so aussieht, dann will man auf jeden Fall mit diesen Chemikalien spielen. Ich glaube, hier sind bestimmt auch irgendwelche Chemikalien drin. Ich habe auch oft so Giftcocktails zusammengemischt, in Filmdosen getan und damit versucht, den Nachbarsgarten zu vergiften. Also, es gab zum Beispiel eine Nachbarsgruppierung, eine Nachbarsfamilie, die hat einen Kletterbaum und der war genial. Und ich bin da mal drauf geklettert und dann haben die es mir verboten und dann musste der im Garten dran glauben. Ich war so ein bisschen tatsächlich so ein Dennis. Aber da weiß man halt nicht, was war zuerst da, der Psychopathen-Look oder die Taten? Ne? Das ist ein bisschen wie das Huhn und das Ei. Ja, das stimmt. So, jetzt geh ich in die Grundschule. Einen Applaus? Ja. Das ist schon ich hab meine Maske ist so niedrig, ich habe jetzt nichts erwartet. Also das war schon ein richtig guter Gag hier für 6 Uhr. Hier, guck mal. Und hier bin ich jetzt in der gottverdammten Grundschule. Ich glaube, das müsste so zweite oder, also die Grundschule ging bei mir bis zur 4. Klasse, danach kam die Orientierungsstufe. Also das ist schon Orientierungsstufe, ich erkenne doch das Gebäude. Das ist 5. oder 6. Klasse, genau. Und das bin ich als kleiner, ja, da habe ich es mal mit Basketball versucht. Da habe ich Basketballklamotten getragen, aber auch eigentlich nur, weil mein damaliger sehr guter Freund Basketballklamotten getragen hat. Ich selber hatte noch nicht so einen eigenen Style. Und der hatte Basketballklamotten, weil er einfach sehr groß war. Und ich war einfach voll klein und habe so getan, als würde ich auch Basketball spielen. Ich hatte damals noch so ein T-Shirt von Nike, da stand drauf Sex, Drugs and Rock'n'Roll und alles war durchgestrichen, so mit Rot. Und hinten drauf stand Basketball irgendwie sowas. Das ist cool, ey. Ja, ich war ganz schön cool, oder? Ey, dieser Blick, ey, wow, guck mal. Als würde ich die Fotografin vernaschen wollen oder richtig böse gucken wollen. Ja, oder halt anzünden, ne? Ja. Oder halt anzünden, ja. Ich gucke mal, ob ich noch einen weitergehe. Oh ja, guck mal. Mit der Warte. Alter, was ging? Ja, das, guck mal, ist das ein Kaffeefleck? Ich glaube wohl. An dem Tag wurde ich auf jeden Fall, glaube ich, konfirmiert. Ja, das muss der Tag meiner Konfirmation gewesen sein. Ich bin 3 Tage nach meiner Konfirmation aus der Kirche ausgetreten. Also ab dem Zeitpunkt, wo man davon ausgehen konnte, dass einem die Nachbarn keine Geldumschläge mehr in den Briefkasten werfen. War ich da raus aus der Nummer. Ich bin einfach dann zum Standesamt getappert mit meiner Geburtsurkunde, weil ich war noch keine 16, das bedeutet, ich hatte noch keinen Personalausweis und musste irgendwie nachweisen, wer ich bin. Und Kinderausweis weiß ich nicht, hatte ich glaube ich nicht, hatte ich verloren. Und dann bin ich schön einfach herrlich zum Standesamt, ich möchte aus der Kirche austreten. Ich sage, wieso denn? Ich sage, ja, wieso denn nicht? Was soll denn das? Ich habe sie gerade verbrannt. Also das ist quasi eine Sache, wo ich wirklich mal das Ganze fürs Geld gemacht habe. Ja. Mhm. Und ich war krasser Simpsons-Fan. Ja, ich hatte überall Simpsons-Krawatte. Danach wurde ich ein bisschen weird, muss ich sagen. Hier sieht man auch, dass ich ein krasser Simpsons-Fan war. Also, obwohl hier sieht man es gar nicht so sehr. Es ist nur ein Poster. Ich hab ein Eispost. Ja, das habe ich von meinem Kiosk nebenan. Den gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Kennt ihr noch Big Bamboo? Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Eis gewesen. Aber mein Lieblingseis ist eigentlich hier Buttermilk Fresh. Und die geilsten Eissorten gibt es eh nicht mehr. Ich finde das Käse-Eis. Ich glaube, Big Bamboo wurde inzwischen gesellschaftlich überholt. Ich glaube nicht, dass das Eis weiterhin noch so heißen darf. Das heißt auch nur dicker Bambus. Also von
Okay, es gibt auch eine Filmserie, die so heißt. Und die ist auf jeden Fall, ja. Wie alt bist du da? So bin ich zum Abtanzball gegangen. Man musste so zum Tanzunterricht gehen und dann so tanzen. Und dann gab es so einen Abtanzball und da haben sich alle schicke Anzüge für angezogen. Aber ich habe mich einfach mit Lippenstift bemalt. Hattest du ein Date? Ja, guck mal, da habe ich ein Hanfblatt mit einer nackten Frau an der Wand, ein Magazin. Was ja. Mich interessiert ja, was dieses Alien mit dem Hund da macht. Diesen Hund habe ich geschenkt bekommen. An dem Tag, nachdem mir mein ich hatte so ein, ich weiß gar nicht, da war ich richtig klein, so richtig, richtig Kleinkind, da hatte ich immer so einen Schnuller im Mund. Und irgendwann gehe ich nachts auf die Toilette und natürlich alleine, und mir fällt mein Schnuller ins Klo, nachdem ich schon drauf war, und ich spüle auch gleichzeitig ab. Und dann war mein Schnuller weg und ich habe richtig geheult. Was? So, oh, mein Schnuller, mein Schnuller. Und am nächsten Tag kam mein Opa, der hat auf der Bohrinsel gearbeitet und war immer nur tatsächlich, ich glaube mal, der war 2 Wochen auf der Bohrinsel, 1 Woche zu Hause. Und der hat mir diesen Hund, der war damals noch völlig in Ordnung, der hat mir den geschenkt. Warte mal, ey, wenn ich gleich mal kurz nicht dran bin, hole ich den und zeige euch den, dass es den immer noch gibt. Den habe ich, der hat jeden Umzug mit überlebt. Oh, ja, das ist mein erstes Lieblingskuscheltier. Das habe ich dir in Köln gekauft. Die und Frage da ist, sowieso, guck mal, absolute Beginner. Die Frage sowieso, das ist mir nämlich beim alten Durchstöbern aufgefallen. Merkt euch das mal. Mich würde mal interessieren, wenn ihr so Sachen seht in Fotos, die ihr heute immer noch habt, also abgesehen von den üblichen Gag-Mechanismen, das würde mich mal interessieren, weil ich auch gemerkt habe, ich habe super viele Sachen habe ich noch, die ich damals schon hatte. Nee, ja. Nee, bei mir gar nicht, glaube ich. Okay, danke, dann hat sich das erledigt. Ja, aber ich kann auch aber einfach wie, ganz schlecht wie die Klamotten immer noch, oder was, Andreas? Dann bist du einfach nicht mehr gewachsen. Ich habe zum Beispiel die blaue Decke, die ich hier vor der Kamera schon berühmt gemacht habe, habe ich zu Studienzeiten schon gehabt, vor 11 Jahren. Krass. Okay. Ich habe erst fertig studiert, deswegen. Ich habe irgendwann nach dem zweiten Umzug habe ich gedacht, so, ne, komm, das brauche ich nicht mehr. Also da habe ich dann spätestens angefangen, alles auszusortieren oder halt bei meinen Eltern gelassen. Aber wirklich mitgenommen habe ich da nichts groß. Hast du denn? Okay. Andi, wollen wir mal kurz pausieren? Wir kommen gleich zu dir zurück. Ja, ich bin nur eine Sekunde von der Kamera weg und hole eben meinen Kuscheltierhund, ja? Okay, dann. Ja. Und dein Kuscheltierhund. Dann Nasti Katjana, haut doch mal raus, wer auch immer von euch beiden möchte. Also ich habe jetzt auch noch so Kinderbilder quasi. Ja. Also so für erste Schulzeit. Ich beeile mich ganz schnell. Beeilen Sie sich ganz schnell. Warte, ich gebe hier schon mal meinen Bildschirm frei. Na? Sieht man den? Komm mal, aus meinem Schultag. Ich weiß gar nicht, wie man das hier macht, aber okay. 1995? Ja, das ist 1995, ja. Bist du älter als ich? Ich bin 88er Jahrgang. November 88. Hast du einfach ein bisschen später in die Schule? Ja, mit 9. Okay. Ja, nee, ja, das ist mein erster Schultag. Und hier Pluto-Tasche. Pluto! Da gab es auch den passenden Turnbeutel dazu, natürlich. Das ist eine Mathe-Aufgabe habe ich damals schon nicht gelöst. Weiß ich nicht. Das ist eine riesengroße Schultüte, die du hast da. Ziemlich geil, ja. Ja, ich weiß auch nicht, was da abgeht. Ist ja so groß. Ja, offensichtlich habe ich es verdient. Oder warst du einfach sehr klein? Oder das könnte man auch heute vielleicht auch noch. Was? Das ist schon ein geiles Bild. Entschuldigen Sie. Du musst raus. Dann kannst du. So langsam haben wir das Bild verstanden, Nasti. Wenn du weitermachen könntest. Ja, Entschuldigung, ich kam gerade nicht klar. Entschuldigung. So. Hier ist auch nochmal geile Schulbilder. Und zwar hatten wir ja mal so ein Projekt im Sommer und da habe ich meinen ersten Stop-Motion-Film gemacht. Das war abgefahren. Wow. So viel dazu. Harter Nerd. Mit 14 also? Nein, das ist 99. Da bin ich 14. Da sind die krasse Girl-Gang. Da sind wir nicht richtig cool, die Neuköllner Girls. Wow, shit. Ja. Oh Mann, ey. Richtig hart, auf jeden Fall. Das ist furchtbar. Das ist so geil, das sieht aus
Ach, krass, ey. Ja. Was, wie sieht's aus, Katja? Also? Nee, das sieht einfach aus wie so ein Dokumentarfilm und das waren die Opfer. Ja. Nach diesem Abend wurden sie nie wieder gesehen. Aber was hat deine Freundin dafür einen Bleistift im Dekolleté? Oder sehe nur ich das? What? Ach, das ist bei mir mein Cursor. Okay. Ich sehe gerade, was? Das hätte ich sehen müssen, nicht hier. So, das hier, da komme ich gerade zurück. Ich war auf meiner Oberschule, gab es super viele London-Fahrten immer. Und ich war auch... ich kann da drin malen, sorry. Ja, ja. Okay, Andi entdeckt die. Ja. Also ich war auf einer bilingualen Schule und wir haben regelmäßig London-Fahrten gemacht und da komme ich gerade von einer wieder. Ah. Ich dachte, okay. Du sagst sowas wie, und hier helfen wir arme Menschen und nein, sorry. Oh, guck mal, hier ist mein erstes Konzert, das war ein B12-Konzert und die Fotoqualität ist auch echt schlecht. Wo? Halleluja, das war 2004. Und warum? Warum ist hier bauchfrei, hier bauchfrei, nur Frau Strobel, ja? Zeigt es nicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich musste Eminem komplett präsentiert werden auf meinem Oberkörper. Es war wichtiger als bauchfrei. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Okay, weißt du? Verstehe. Ja. Wo war das Konzert? Columbia-Halle in Berlin. Geil. Ja, in Berlin aufgewachsen. Yes. Erstes Konzert 2004, richtig geil. 12. Und das ist die coole Girl Gang in der Schule. Wow. Sind wir nicht krass? Alter. Ihr seid schon cool und ihr seid kulturell interessant aufgestellt. Wer soll euch stoppen, frage ich mich an der Stelle. Euch gehört die Welt, sagt mir das Foto. Ja, ich hätte ganz gerne, dass mich vielleicht in manchen Dingen jemand mal aufgehalten hätte. Das wäre schön. Was haben wir hier noch? Ah, guck mal. Wo bist du da? Rechts, ich trage was Gelbes. Oh, das war auch richtig schlimm. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch, wahrscheinlich Andreas und Andi nicht, aber ob einer von euch auch diese Phase hatte, dass alles immer farblich abgestimmt sein musste. Ich hatte Oberteile, Gürtel, Ohrringe und sowas hatte ich immer in derselben Farbe. Hast du doch gerade an dem Foto von mir gesehen, wo ich mir extra auch farblich mein Gesicht passend angemalt habe. Entschuldigung. Ja. Aber kanntest du die Ziege? So, du zeigst so auf sie, als ob du schon öfters, ob du so eine... gewisse persönliche. Offensichtlich sind wir richtig coole Buddies. Ja. Oh Gott, das ist. Was kommt als nächstes? Oh ja, Eminem. Es ist. Du bist echt so ein krasser Eminem-Stan, ne? Nasty, ich liebe Eminem. Ja. Sehr gut. Riesengroßer Fan. Der hat alles beeinflusst bei mir. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Halt ein guter Mann. So. Und was ist dein Lieblingstrack von Eminem? Bitte? Hast du ein Lieblingslied von Eminem? Oh, ein Lieblingslied nicht, aber den ersten Song, den ich komplett auswendig konnte, war Stan tatsächlich. Das ist das mit dem kalten Tee, ne? Das mit dem kalten Tee. Ja, und mit dem Auto, was die Brücke runterkratzt. Wo das eine Kind, wo die Freundin im Hintergrund ist, ist da irgendjemand im Kofferraum drin, ne, auch noch, ne? Genau. Das ist das. Krasse Nummer, ja. Ja. So, und hier sieht man halt, da habe ich jetzt schon angefangen, mit meinen Haarfarben zu experimentieren, davor ja auch, jetzt wird es langsam wieder dunkel. Mhm, wundervoll, ne? Und das war 10. Klasse Abschlussball, wenn ich mich recht erinnere, 2005. Oh Mann, ey. Und da bin ich auch schon, wie ich schon vorher erwähnt, ne, bilinguale Schule, bla bla bla. Und wir hatten ein zweiwöchiges Austauschprogramm. Und da war ich in Cleveland für 2 Wochen. Und irgendwann kam es dann so, dass ich auf der Schule, auf der ich war, konnte ich meiner Meinung nach nicht mehr das Abi machen, so wie ich es gerne machen wollte. Aus klischeehaften Neuköllner Gründen. Und dann bin ich... zwei Jahre später bin ich dann zurück nach Cleveland und habe dann da ein bisschen Schule gemacht und so, während ich die Schule in Deutschland ausgesetzt habe. Ach, krass. Wie war es in Ohio? Oh. Super schön. Ja. Oh, was? Oh. das war richtig schön. Cleveland, das ist so ein ganz kleiner Ort,
der Ort, der da so am größten war, hieß Sugarin Falls. Und der war so richtig, weiß ich nicht, wenn man die Autos ausgetauscht hätte, war es so ein richtiger 50er-Jahre-Ort. Also mit so einem kleinen Popcorn-Shop und einem Eisladen und so. Das war richtig, richtig süß. Mhm. Wirklich, wirklich schön. Ja. Gerudert bin ich früher richtig viel. Das ist so eine Rudertour. Das sieht aus, als wären wir auf irgendeiner Entzugssache. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich finde es gut. Sache mit Krusewitsche, ja? Ich finde es gut, wie deine Freundin gedacht hat, ey, wenn das mal in irgendeiner Rocket Beans Dia-Show stattfindet, dann muss sie mich nicht blören. Ja, das Lustige ist, das ist meine beste Freundin und ja, wir sind immer noch befreundet. Seit, keine Ahnung, seit der, was ist das, 5., 6. Klasse oder so, ja. Krass. Gefahren. Malst du die Gläser da gerade nach? Nein. Ich habe so getan, als wäre das ein radioaktives Getränk, was sie da gerade einnimmt und sich deswegen die Augen zuhält, damit sie nicht geblendet wird, weil das so leuchtet, weißt du? Tschüss. Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Ich mache weiter und dann? Oh, jetzt ist der Becher noch da. Ja, guck mal, das ist so ein Oberschulfoto. Da siehst du heftig seriös aus. Kannst du da reinzoomen, bitte? It's crazy that back then blackfacing wasn't a thing. So. Krass. Krass, was für ein Oberteil. Diese Jeans. Ja. Also das passt. Das ein Ding, ne? Du meintest ja vorhin, dass du farblich immer abgestimmt wärst. Hier schon nicht mehr, ne? Da hast du dann aufgehört, weil das passt ja nun gar nicht. Nee, aber sehr dünne Augenbrauen, wichtig. Und die Air Max habe ich kaputt getragen. Die Air Max habe ich jeden Tag getragen. Das war furchtbar. Ja. Komme ich jetzt hier wieder raus? Keine Ahnung. So. Doch so. So, und das ist das, was ich meine, dass ich irgendwie permanent mir andere Haare. Ich meine, hier ist irgendwie natürlich, hier ist richtig krass blond, hier ist braun, hier ist wieder blond. Was geht ab? Krass. Spricht für mich für eine super selbstbewusste Frau, die einfach Lust hatte, was auszuprobieren. Sehr gut, kreativ. Avantgardistisch. Ja. Eine Frauenrechtlerin halt. Ja, überhaupt nicht so Selbstfindungsphase oder sonst irgendwie was, ne? Ist schon eher kreativ auf jeden Fall. Und dieser Style, das ist so richtig schlimm. Ich könnte kotzen. Was geht ab? Den habe ich auch gehabt. Was ist denn da los? Was denkt man sich denn dann, wenn man das frühmorgens anzieht? So, oh ja, ich will heute alles in Gelb. Weil kann, das sein? Kann das sein, dass man gerade Kill Bill irgendwie lief, dass du von dem Film so beeinflusst warst? Aber das sieht ja ein bisschen alles aus wie der Anzug von Uma Thurman, auch 2004 schon. Wann kam denn Kill Bill? Also hier bist du so schwarz-gelb, bist du hier schwarz-gelb oder warst du Borussia Dortmund-Fan? Oder mochtest du einfach keine Bienen? Ja, man weiß es nicht. Vielleicht, ich habe keine, ich kann dir das nicht beantworten. Ein Cocktail von allem. Ja, ich hatte das auch, ich hatte auch den passenden Gürtel, ich hatte es auch in Orange, ich hatte es in Blau. Das weiß ich auf jeden Fall. Es war ein Ding. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich finde es furchtbar. Da muss ich Katjana, was fragen an der Stelle. Und genau, zwar, ja, ich bin da. Weil du ja so, du bist ja Native Speaker, oder? Was bedeutet, wovon wird in dem Songtext Black and Yellow gesungen? Worum geht's da? Dieses Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow? Nee, ja. Das weißt du nicht? Ah, da geht's um die Kluft zwischen Arm und Reich eigentlich. Ach so, und das machen die mit Gelb und Schwarz klar? Ja. Hey, da geht es doch einfach um einen Footballverein, oder seid ihr gerade schon wieder auf dem Gag-Level? I'm totally. Verbämmeln dich. Nee, ich weiß es leider nicht. Irgendein Football-Team oder so. Okay. Gut, sorry. Native Speaker, aber hoch dumm. Soll ich, Scheiße. That's so sweet, you look great. Du siehst scheiße aus. Ja, meine ich auch. Kannst du an den Zahn ranzoomen? Klar, gar kein Problem. Ey, Nasti, ganz im Ernst. Ja. Mach dich mal wieder blond. Nee. Nein, doch. Die Phase durch. Auf gar keinen Fall. Die Phase kommt noch mal mit Ende 30. Aber hier sieht man übrigens auch die schönen dünnen Augen drauf. Hast du die mal selber gezupft und deswegen ist es so dünn? Ja, die sind so schön dünn gezupft, weil das der Style war. Ja. Das ist übrigens auch wieder meine beste Freundin. Das war Silvester 2006 zu 2007.
Krass, da warst du 18, 19, irgendwie so? Nee, da muss noch 17, weil ich dann wahrscheinlich, jetzt kommt nämlich mein 18. Geburtstag, 2006. Nee, da war ich schon 18. Okay, gut, ja. Das hier ist mein 18. Geburtstag, schön groß gefeiert, bei meinen Eltern im Garten, Zelt aufgestellt, Leute rein, Alkohol rein, in die Leute, Party. Das war das. So, ach, hier geht meine Cleveland-Zeit los. Das ist richtig cool gewesen. Das war super schön. Cleveland, Ohio. Bei den ganzen Leuten ab. Nee, das waren jetzt die 10 Monate. Das ist krass. Ich wusste gar nicht, dass du mal entführt wurdest. Ja, und ich bin fast gestorben, wie du siehst. Hier im Feuer drin. Oh, krass. Ja. Ja, aber das war schön. Schön damit in die Schule gehen und so. Und ja, also sogar das erste Mal auch wirklich auf ein Pferd geritten, so durch den Wald und alles. War eine coole Zeit, war auf jeden Fall. Warst du danach nochmal da? Ja, ich bin danach, habe ich auch nochmal wieder Leute besucht und so, aber ich muss halt auch gestehen, nach 5 Jahren ist dann der Kontakt auch eingeschlafen. Ach, du willst auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr zurück. Ohio, nee, jetzt im Moment. Nee. Aber es war schön. Also es war auch richtig cool, da die Bilder durchzugucken. Ich war auch dann in der Zeit da mega der Basketball-Fan. Cleveland Cavaliers, der absolute Shit, jedes Spiel geguckt, total mitgefiebert. Habe ich so noch nie erlebt. Habe ich hier noch nicht mal mit Fußball auch nie wieder gehabt. Aber da habe ich jedes Spiel richtig geil. Ja, man muss auch in den USA sein, um das richtig geil zu finden. Man muss da irgendwie diesen Spirit teilen. Oder ich finde das immer so albern, wenn Leute in Deutschland auch NFL oder so gucken. Ja, ich auch. Das ist so, come on. Albern. Ja, aber da war es halt kurz auch, also den Shitstorm ab. Nee, ich find's auch genauso, finde ich auch. Also ich hätte es niemals so mitgenommen, aber es hatte so ein bisschen auch dieses typische, also ein krasseres WM-Feeling, auch unterwegs sein und mit den Leuten und im Stadion sitzen und mit grölen und so, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Irgendwie hatte ich das hier nicht so, aber ich mach mir jetzt auch Feinde, wenn ich sage, wie doof ich Fußball finde. Insofern. Das wolltest du extra auf den Bizeps, um mich zu ärgern. Guck mal, Andi, der hat einen Bizeps und du nicht. Hast du deswegen darauf gesucht? Dafür habe ich, wenigstens durchgehende Bräune. So, guck mal da, am Oberarm. Mach den noch mal näher. Der hat zwar Bizeps, aber das bedeutet auch, dass der viel mehr Fläche zum Sonnen hat. Ah, nicht deiner. Da. Also nichts gegen deinen Bizeps. Aber guck mal, siehst du das den Ansatz, wo das da aufhört, braun zu sein? Ja. Weil der ist nämlich, genau diese Stelle hier, da leuchtet es richtig hervor. Guck mal, sie zeigt drauf. Vor allen Dingen muss ich meine Aussage nochmal korrigieren, weil ich ja selber riesen Wrestling-Fan bin, was ja auch ein komplett importierter Sport ist. Wie geil so. Entschuldigung, ich bin genau die andere Meinung, in der ich gerade vehement habe. Wundervoll. Ja, und jetzt kommt hier noch der Klischee-Prom natürlich. Auch wichtig, den muss man mitnehmen. Auch mit Date und so, dem ganzen Gedöns. Nein. Glaub, kannst du mal gucken, kannst du auf diesen Date-Anzug mal ein bisschen, ich will sehen, was dein Date für Klamotten ungefähr getragen hat. Keine Ahnung, was er getragen hat. Wow. Das ist auf jeden Fall kein Downtown-Boy, oder? Jetzt schon weiß auf weiß. Aber das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein C&A-Anzug, den ich mal hatte, also dieser Stoff irgendwie. Ja, also in den Kreisen, in denen wir da verkehrt haben, kann ich dir sagen, das war bestimmt ein bisschen teurer. Okay, krass. Wie in welchen Kreisen bist du denn da verkehrt? in guten, wie du siehst. Wie? Naja, war alles tutti. Was ist denn passiert? Dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen und wieder zurück nach Neukölln. Und dann war es vorbei. Ja, nee. Ups. So. Und da ist jetzt so, das ist die Endphase. Da bin ich dann, da habe ich gesagt, blond, nein, danke. Hier werde ich jetzt braunhaarig und werde zum American Girl. Monster Trucks. Ja, ich habe hier alles. Ich bin auch Rennen gefahren. Was? Monster Truck Action. Ja. Bitte, was? Ja, ich sag dir, ich habe das American Life habe ich gesnifft und mitgenommen. Du bist fucking Monster Truck gefahren?
Nee, so kleine Rennwagen. Da bin ich einen kleinen Rennwagen gefahren. Hier ein stand Go-Kart, das war doch ein Go-Kart bestimmt, oder? Oh. Ich bin im Taxi dahin gefahren, Leute. In dem Anzug, hallo. Ja, und hier, oh, kennt einer von euch S'mores? Ja. S'mores? S'mores ist Plattdeutsch für Hintern. Nee, S'mores, also da habe ich die zum ersten Mal gegessen. Das war meine erste Erfahrung mit S'mores. Das ist quasi Kekse und Schokolade und Marshmallow. Und das wird dann im Lager, am Lagerfeuer warm gemacht und dann gegessen. Ist es, also ist das hier so, warte mal, ich muss dir das zeichnen. Dieses hier und das hier, hängen die zusammen? Also ist das ja, quasi, genau, du siehst das hier ein bisschen ist, besser. Da ist dann der Marshmallow schon zwischen den Keksen und der Schokolade. Und kurz, warum sitzt du auf dem Tisch? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Because you're Nachtisch? Snack. Ja, ich kann es dir auch nicht erklären. Vielleicht liegt das mit dem Getränk zusammen oder weil ich bin halt ein crazy girl manchmal. Ja. Da bin ich auf dem Tisch drauf. Süßmores. S'mores. Ja, yeah, because you want some more. So. Ja, und das war meine Cleveland-Zeit. War richtig geil. Es war das Allerschönste, da die Fotos durchzugucken und nochmal so ein bisschen auch die ganzen Videos und so und in Erinnerung zu schwelgen. Fun Fact, ich war da auch auf einer kompletten Mädchenschule. Es war auch, die Pausenzeiten waren absolut geil und es war auf jeden Fall eine Zeit, die war das Allerbeste, was ich jemals hätte machen können. Mich gegen Abitur in Neukölln entscheiden, mal eben eine Auszeit in Amerika nehmen, da zur Schule gehen und wieder zurückkommen. Geil. Ja. Will jetzt mal jemand anders irgendwie? Ich habe das Gefühl. Ja, wir können ja mal das als Zäsur nutzen. Danke schon mal für diese Einblicke aus Cleveland, liebe Nastassja. Und ich würde sagen, wir schwenken mal zu Frau Gerz. Oh, ganz gut. Okay. Ich möchte nur kurz den Hund zeigen. Stimmt. Nur einmal hier, das ist der Hund, der vorhin auf dem Bild war. Er hat mittlerweile keine Ohren mehr. Die haben meine Schwester und ich öfters abgemacht und als Portemonnaies benutzt. Und ihm fehlt auch relativ alle Augen, also 50% seiner Augen. Also vor allen Dingen fehlt ihm Hoffnung, dass sie... Nein! Oh Gott. Katjana, bitteschön. Okay, steigen wir mal rein in die gute Stube. und ich mache mal ein bisschen durchweg, ein bisschen an Wirrwarr. Hier ist zuerst mal, würde ich mal schön hier, seht ihr das? Da ich mag schon mal, wie du ohne Effort diesen Ordner einfach Rocket Beans Kinder benannt hast. Das ist das Ding. Aber hier, wie ich schon gesagt habe, die Brille und die, wie heißt es, und die Augenbrauen. Jetzt muss krass. Ich kurz. Dieser Typ, oh mein Gott, Leute, das war the honk. Das war mein 16. Geburtstag und ich war so in ihn verknallt. Nennen wir mal Dominic Didede, da Mixery. Und ja, mit dem habe ich so einiges gemacht. Und dann hat er nicht mit mir zusammen sein wollen. Ja, gute Sache. Hier wieder auch 16., ich glaube, oder um die 16. Schön hier bei mir zu Hause am Rauchen. Da wieder klein. Das war ein bisschen früher. Hier sieht man, hier habe ich Buffalo. Oh ja, und die Schlaghose. Yes. Und bauchfrei. Und das ist ein cooler Style. Hammer. Und jetzt wisst ihr, ich habe ein Innie oder ein Audi, ich weiß auch nicht. Und okay, das war unser Hexenclub. Und es waren wir drei und wir waren in einem Hexenclub. Wir haben so Bücher gekauft, wir haben versucht irgendwie Sachen zu machen. Und dann haben wir irgendwann mal nach einem Monat gemerkt, es gibt keine Hexen und das ist alles nicht real und haben den dann wieder. Aber habt ihr dann noch sowas wie Charmed und so geguckt oder was? Ja. Aber dann haben wir einfach wirklich de facto, wir so, Leute, es war so lustig, wir so, ich glaube, das gibt's nicht, Hexen. Ich habe ihre eigenen Träume einfach zerstört. Und wir so, ja, dann lass uns aufhören, diesen Hexenclub zu machen. Okay. Hier. Ich springe so ein bisschen drumherum. Das war meine Zeit, 5. Klasse. Und da habe ich die Liebe zum Theater entdeckt. Und das war ich, die singt, I'm singing Hello Dolly. Kennt ihr das Lied? Hello Dolly. Ja. Und um mich herum waren nur Boys. Und wir hatten so eine Tanzchoreografie und das war halt Teil unseres Theaterstücks. Und ja, da habe ich die Liebe zu
Theater und Männern. Aber kein Scheiß. Ich habe, als ich das Bild gerade gesehen habe, bevor du Hello Dolly gesagt hast, habe ich schon gedacht, das sieht aus wie Dolly Parton. Really? Oh, that's so funny. Ja, wirklich, wirklich. Und ich hatte auch so, man sieht es hier, so eine Boa noch gehabt. Und ach, ich war so aufgeregt und ich fand das so toll. War die Liebe zum Theater die erste unerfüllte Liebe in deinem Leben? Ja, die erste von vielen, ja, ja. Wow. Das ist schon, aber das ist die größte und stärkste, auch die, das ist das unerfolgreich sein. Ich muss die Person blurren. Ich blurre mal die Person neben dir. Oh ja, Entschuldigung. Genau, da haben wir Charlie in the Chocolate Factory gespielt. Und das kennt ihr das? Oh, süß. Und dann, es war ein Riesentheaterstück, also Riesentheater, es war außerhalb der Schule. Und ich habe mich so gefreut und ich habe mich so angestrengt. Und dann haben die gesagt, ja, ich krieg die Rolle des Narrators, also des Erzählers. Hm. Und ich so, ja. Warst du da wirklich drüber, oder? Nee. Nee. Das ist eine Rolle, die nicht mal in dem Stück drin vorkommt, Leute. Aber im Endeffekt war sie eine schon große Rolle. Aber ich habe mich, genau, das war ich mit meinen Locken. Ich habe früher in der 5., 6. Klasse jeden Abend Lockenwickler reingetan. Ja, und habe mit Lockenwickler geschlafen und habe allen verlogen, dass ich da Schullocken hatte. Und dann hat es einmal, einmal geregnet und dann war der Spieß zu Ende. aber schön, wie du da so hinterher warst, dass du wirklich die alle glauben lassen, dass du Locken hast und jeden Abend. Krass. Ja, das war auch wieder Theater. Das haben ein paar Theatersachen. Hier, ich habe früher Basketball gespielt. Hm. Und meine Mutter war der Coach. Das war dann. Du guckst irgendwie so halb glücklich, aber auch irgendwie nicht so wirklich. Ein bisschen gequält. Deine Mutter war der Coach? Ja, meine Mom war der Coach. Hat das denn, also dementsprechend hast du jede Woche gespielt, oder wie? Ja, und es war halt auch alles so was wie, alle waren so, ja, yeah, you're the coach, you're aka your mom. Wow. Aber es war ganz schön. Ich hab's auch geliebt. Ich habe dieses Geräusch von den Turnschuhen in der Turnhalle. Kennt ihr diese? Ja, das ist ein geiles Geräusch, ja. Und hier habe ich habe relativ früh angefangen zu arbeiten. Das bin ich mit 13. Und habe in einem Restaurant gearbeitet, habe Wasser verteilt. Es war hoch illegal. Und ja, habe ein bisschen Geld verdient, also Tipps. Und mit dem habe ich mir dann eine Kasse gekauft beim Flohmarkt. Weißt du, so eine Ding, Ding, Ding. Weil ich unbedingt, wenn ich erwachsen werden wollte, Kassiererin sein wollte. Wow. Ja. Also richtig mit so einem Kaching-Sound auch? Da, genau, ja, ja. So ein Kaching. Okay. Kaching, na, Gerz. Oh, wie liegt die denn da? Das sieht aus, ein bisschen, als wärst du auf einem Altar vorbereitet für eine Opferung oder so. Was ist das da? I don't know. Das sieht irgendwie... Stone? Das ist ein Stein, ja. Das ist ein traditioneller Opferungsstein. Also damit wird dann die Opferung quasi durchgeführt. Ich weiß nicht, wie du da wieder rausgekommen bist, ey. Bin ich... ich habe ganz durchgezogen, ne? Hier so ein bisschen so der Versuch, aber... Die Locken meinst du? Ja, ja. Nee, hier werde ich relativ jung. Ich wollte halt Model sein. Ich wollte relativ früh Model sein oder so. Da hatte ich eine Zahnlücke. Ja. Oh. Eine Zahnlücke hatte ich immer und ich habe mir einmal, habe ich mir so einen Goldring, den man so aufmachen konnte. Also wisst ihr noch, damals konnte man ja die so größer oder kleiner machen, so Ringe. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Du, zu dem Bild gerade hat der Chat geschrieben, dass du dort aussehen würdest wie Juliette Lewis aus Natural Born Killer. Und das habe ich auch tatsächlich ein bisschen gedacht, ja. Irgendwas war, deswegen war mein erster Aufschrei so, weil da habe ich echt tatsächlich dran gedacht, gleich haust du den Kopf deines Vaters in ein Aquarium. Eigentlich habe ich nicht daran gedacht, dass du geopfert wirst, und das sah eher so aus, als würdest du deine Familie jetzt gleich. Naja, aber. Bei dem anderen Bild oder bei diesem hier? Bei dem davor. Ah, okay. Die Geschichte geht zu Ende. Was? Die Geschichte. Ey, sind wir da irgendwie gerade in ein Wespennest gestochen? Ist irgendwas los, Katjana? Naja, nee, ich wollte nur erzählen, dass ich halt diesen Goldring genommen habe, den man konnte man ja so groß und klein machen, wisst ihr? Und dann habe ich den ganz
lang gezogen, damit er so was Langes war. Und das habe ich mir vor die Zähne getan, weil ich so eine Zahnlücke hatte, die mir nicht gefallen hat. Und habe halt so einen goldenen Ring, ich weiß nicht, ob ihr mich seht, aber so nach vorne, sodass es alles ein Strang war und den vor meine Zähne getan. Ja, genau, also ich erkläre es gerade. Und dann habe ich einfach so eine goldene Zahnreihe gehabt. Und dann habe ich halt, ich habe noch mehr gelogen. Ich habe gesagt, ich habe Naturlocken und ich habe eine Goldzahnspange. Halt aber es war einfach nur ein Ring, der vor meinen Zähnen war. Okay. Hier bin ich, habe ich getanzt zu dem Lied von I Saw the Sign. Kennt ihr das? I saw the sign and it opened up my eyes for a talent show. Auch hier gnadenlos Ace verloren. Ace of Base? Nee. Ja, yeah, Ace of Base. Exactly. No, not Ace of Base. Yeah, Ace of Base. Exactly, Andreas. Da haben wir eine Tanzchoreografie gelernt und das haben wir dann gemacht. Und die ist okay, dass wir das zeigen. Da ist sie wieder. Genau. Boring. Hier, meine Modelphase. Wow. Wow, 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 wow. Guck mal, wie ernst ich mich nahm. Guck mal, damals. Ich weiß nicht, ich bin 13, 14 oder sowas. Krass, siehst aber echt. Ja, man sieht das ein bisschen an der, wie sagt man, am Hauttonus oder an, wie sagt man denn? Wie nennt man das? Wenn man Pickel hat halt. So, daran sieht man auf jeden Fall, dass du gerade pubertierst. Ja, aber ich hatte Pickel bis 30. Ich hatte ganz, ganz schlechte Haut. Ich sah immer aus, als ob ich gerade irgendwie Schokolade mir ins Gesicht geschmiert habe. Aber trotzdem, der Ausdruck macht sie der Welt richtig cool. Wer ist denn das? Meine Mutter hat mir gesagt, ich habe dieses Foto geschossen, wir haben dieses Foto gemacht, ich habe es angeguckt und ich so, oh my God, I look so ugly. Und dann hat sie gesagt, weißt du, wenn du viel älter bist, wirst du zurückgucken und denken, ach, guck mal, wie süß ich damals war. Und sie hat Unrecht. Ich finde mich immer noch hässlich auf diesem Bild. Aber da sind die Locken und sehr gute, genau. Gute Haargummis. Wie heißen die denn? Ja. Wie heißen die? Crunchies. Ja, schön Schub. ich gucke gerade, wollen wir mal... Oh yeah, was geht da? Rock it. This is... in Arizona, so that was more, das war sowieso alles viel Amerika gerade. Und hier, das ist auch, da bin ich in Arizona bei meinen Oma und Opa und ich habe den Jell-O-Tanz gemacht. Der Jell-O, ich weiß nicht, ob ihr Jell-O kennt. Ja, bestimmt, oder? Und da war es immer, dass ich gesagt habe, so, es geht, der Jell-O-Tanz geht J-E-L-L-O, it's alive. Kennt ihr die Werbung? Nein. Gut, müsst ihr euch unbedingt mal runterladen. Genau, und da habe ich diesen Tanz gemacht. Und, ich habe gerade, als du das gesungen hast, habe ich die Fotos quasi in Bewegung gesehen. Ja, also, J-E-L-L-O, it's alive. Ja, okay. Und hier ist mein erster Ehemann. Ich will gar nicht rein, so. Es ist so schlimm. Und zwar war das, wo ich es Abi geschafft hat und ich war so fertig. I'm like, get me fucking out of here. Sieht ein bisschen so aus, als hättest du auf Roofies geheiratet. Ich, I'm married. Was mache ich hier? Was mache ich hier? I'm so happy. Yeah. Oh, wundervoll. Warte, jetzt bin ich durch. Warte kurz hier. Das bin ich und mein Bruder in Santa Fe in Amerika und unsere Katze Johnny, wo wir noch in der Sekte waren damals. und ja, da merkt man, meine Persönlichkeit war immer schon relativ offen. Das waren wir irgendwie im Abi Fahrt in Prag und anscheinend habe ich diese Männer einfach gefragt, ob sie mich halten könnten. Okay. Ja, das war's. Oh. Wow. Das ist so bad. Wow. Und es war nicht Halloween. Es war Halloween. Ja, das war Abi-Ball und ich habe das einfach nicht hingekriegt. Ich habe halt
Wow. Oh mein Gott, das ist so unattractive. Ich schaue mir überhaupt nicht. Das würde ich mir so auf einen Plastikballon drucken. Ich liebe deinen Mund, den du machst. Das ist so süß. Ja, also auf jeden Fall wusste ich nicht, welcher. Ich habe einfach mich voll vergriffen in dem Make-up-Ton. Hier sieht man das auch nochmal. Einfach weiß. Einfach weiß. Oh, das ist mein Bruder, meine Freundin. Wir sind gleich durch. Nein, kannst du das Bild nochmal zurück, bitte? Kannst du dann nochmal ganz nah ans Gesicht rangehen? Ja, weil das wirklich so farblich aufgeteilt aussieht, als wärst du da unten wirklich komplett weiß. Und dann hättest du aber oben die Stirn so ein bisschen gebräunt. Okay, weißt näher ran geht's dann. Ich hab dann, nee, ich hab hier einfach kein Make-up mehr gehabt. Das hat jetzt unten. Wir hatten ja nichts. Oh, wow. Das ist so süß, als hättest du irgend so ein großes Mehlbrötchen gegessen oder so. Ja, wirklich. Mehl einfach genommen. Oh Gott, ey. Hier, this is back in high school, da bin ich wieder jünger. Braune Haare. Warst du da beim Casting für Friends oder was? Ja, really. Hallo, wirklich? Mrs. Aniston. Hello. Ja, damals, ich muss mir meine Haare so wieder schneiden. Auf jeden Fall, diese zwei Mädchen, die haben, so 8. Klasse ist das. Und die habe ich ganz am Ende, ich war ziemlich uncool, letzte halbe Jahr oder sowas, habe ich diese zwei Freundinnen, eine hieß Samantha, andere weiß ich nicht mehr, habe ich diese zwei Freundinnen gemacht. Und endlich wurde ich ein bisschen cooler. Und dann, als ich denen erzählt habe, dass ich jetzt wieder zurück nach Deutschland ziehe, und ich habe halt, ich weiß genau, ich saß mit denen in der Toilette und war so, okay, I'm going back to Germany. Ich habe erwartet, dass die dann gleich sagen werden, oh, wie traurig. Und sie haben halt beide nicht traurig reagiert. Sie haben halt einfach nur gefragt, ob es Waschmaschinen in Deutschland gibt. Und dann habe ich gemerkt so, oh, und dann war ich froh, dass ich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin. Ja. Wow. Da ist auch, das war die gemeinste Frau in der Highschool. Sie hieß Desiree Pompey. Lindsay Pompey, ja, she was so super mean. Und das war bekiffte, oder Rock am Ring war das. Das war bekiffte, oder? Nee, bekiffte, Rock am Ring. Rock am Ring, meine ich. Ja, okay, jetzt bist du mal dran. Ja, ich würde sagen, ihr Lieben, danke schon mal für die Eindrücke. Wir nutzen das, um eine ganz kurze Unterbrechung zu machen. Und dann drehen wir hier noch, bin ich zu sehen, ja. Dann drehen wir hier gleich noch eine zweite Runde, gucken nochmal, was Andi für uns vorbereitet hat. Ich zeige auch ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, sind wir hier gleich zurück bei der Dia-Show. Bis gleich. Willkommen zurück zu unserer kleinen, aber feinen Dia-Show. Wir blicken ein bisschen in unsere Vergangenheit rein, zeigen uns alte Fotos, wie das eben gute Freunde so machen untereinander oder eben Rocket Beans Moderatoren, die das für euch aufrechterhalten, diese Illusion. Wir waren schon mit Nasty in Cleveland. Wir waren mit Katjana tief in ihrer Psyche, würde ich sagen. Und haben ein bisschen ihre Jugendfotos gesehen. Wir waren schon bei Andi, haben gesehen, dass der Stoffhund immer noch lebt. Ich habe nicht so super viele Sachen rausgesucht, würde aber auch mal einsteigen wollen in die in meine Studienzeit. Ich habe schon viele Sachen rausgesucht, aber bin mit dem Blur nicht hinterhergekommen. Und glaubt mir, die Leute wollen definitiv da geblurrt werden aus meinen Fotos. Ich schaue jetzt mal, ich habe so Angst vor dieser Share-Your-Screen-Nummer. So würde ich gerne mein Image aus Studienzeiten repräsentiert wissen. Ein typischer Nachmittag im Leben des jungen Andreas Lingsch. Wir sind hier im Jahr, ich habe in Hannover ja studiert, Journalistik, 2008 bis 2011. Und so würde ich das eigentlich gerne, gerne transportieren. Aber natürlich sah es eigentlich dann doch eher so aus. Hannover war die Zeit der Motto-Partys. Ständig gab es irgendwie WG-Partys. Das erste Mal richtig viele Leute, die fürs Studium eben zusammengekommen sind und sich in Hannover getroffen haben. Und ja, eigentlich gab es mehr oder weniger jedes Wochenende irgendwo eine WG-Party, auf der man dann aufgetaucht ist, wenn sie nicht bei einem selbst stattfand.
Auch das hier, der traurige Ende einer WG-Party. Das haben wir schon mal für einen Einspieler für NDA benutzt, für den Coolie-Killer-Gag, um meine Jugend zu dokumentieren. Wenn das nicht nach Hawaii und Spaß aussieht, dann weiß ich nicht, was es aussieht. Okay, dann sehen wir hier noch mal kurz was zu meinem Kleidungsstil, der damals, ich weiß, für die Zuschauer kurz muss ich das einordnen, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, aber damals war ich nicht so der Coolste und auch nicht so stylisch angezogen. Was geht in deinem Schritt ab? Warum ist es da rot? Also so, sorry, dass ich es angucke, aber... Ja, genau, das ist nämlich auch der Punkt des Fotos. Was ist das bitte schön für eine Hose gewesen? Naja, das sieht halt so aus, da soll man hingucken. Das ist so ein, hier bitte schauen Sie da hin. I got more to give. Open it. This is the way. Ist es einfach durchgeblutet und es ist eigentlich ein weißer Reißverschluss? Ist da nicht eigentlich ein Reißverschluss? Ist doch diese Stoffflasche noch drüber, damit man den Reißverschluss nicht so nackt da liegen hat. So nackt da liegen. Ein bisschen sieht es aus wie ein hosengewordenes Jungfernhäutchen. Man erkennt, diese Person hatte noch keinen Sex. Ich sag auf jeden Fall, dieser Hosenstall hat sehr gut beschützt, was auch immer dahinter lag damals. Okay. Was machst du? So, hier, was fängst du da? Was ist? Das ist für irgendein Fotoshooting. Für unseren Studiengang war das irgendein Foto. Projekt, irgend so ein Shit. So, dann habe ich das hier mal rausgesucht, weil ich so dachte, ey, es gibt ja doch ein paar gute Fotos. Und dann fiel mir ein, warum? Weil, man sieht ja heutzutage auch oft noch unvorteilhaft aus, aber man hat heutzutage viel bessere Fototechnik. Und damals, der einzige Weg, um an halbwegs gute Fotos ranzukommen, waren Partyfotografen, weil die richtig gute Kameras hatten für damalige Verhältnisse. Handys waren 2008, 2009, man hatte noch nicht so krasse Technik. Selfies waren eher noch verpönt. Und dann ist man immer, Nasti, vielleicht kennst du das auch noch, am Tag danach auf diese, jetzt in dem Fall Virtual Nights, auf die Homepages gegangen, wo man teilweise einen Account brauchte, um sich diese Partyfotos runterzuladen. Ja, ich kenne die Tage dann danach, wenn du dann am nächsten Tag, nachdem du feiern warst, dann auf die Seite gegangen bist und dann auch geguckt hast, weil ja dann meistens auch noch irgendwas abgegangen ist. Und dann, guck mal, das war die und bla bla bla. Und ja, super gut. Aber ich muss kurz sagen, dein T-Shirt, Halleluja. Ja, ey, aber du kennst mich jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich meine, not really surprised, oder? Nein, bin ich nicht. Und das Hemd deswegen. Auch, die Kombo. Oh Gott, Leute, ey. Wundervoll. Gut, dann bei mir ja Einrichtung ist ja immer so ein großes Ding. Ihr kennt das, ich lebe in stylischen Wohnungen. Und das war natürlich zum Studium nicht anders. Ich überlege mal, das ist meine allererste Wohnung zu Studienzeiten gewesen. Oh, Einzimmerwohnung. Und guckt euch dieses, also hier sehen wir, Ist nicht dein Ernst, dein Bett war nicht das. So, wow. Dieses Drahtgestell habe ich damals von meinem Opa mitgenommen, vom Dachboden. Also aus der Heimat in Sachsen-Anhalt, 300 Kilometer nach Hannover geschleppt. Es war natürlich drahtig wie die Und dein Hölle. Opa hat das irgendwie aus der Kriegsgefangenschaft mitgebracht oder was? So haben wir damals beim Russen geschlafen. Da sind 3 französische Soldaten drauf gestorben auf dieser Bridge. Kein Wunder, dass du so Rückenprobleme hast. Oh, guck mal hier, ist das die Hose? Warum? Ja, da konnte man sitzen und mich beim Schlafen beobachten. Ist das so ein Fetisch gewesen? Ist ja gewesen. Ich glaube, das ist die Hose, die da liegt. So, dann hier rechts im Bild so ein Regal, was man so richtig scheiße zusammenbauen musste mit irgendwie 500 Schrauben, was danach trotzdem noch super instabil war. Man eigentlich fast gar nicht benutzen konnte. Wir sehen hier diesen alten Röhrenfernseher noch. Eingepackt ist aber nicht. Ja, die Kleiderstange, ja.
Also Gedanke war natürlich ursprünglich mal zu sagen, ja, das ist nur eine Übergangswohnung, war es letztendlich auch nur für ein Semester, aber man hätte es sich natürlich trotzdem ein bisschen schöner machen können. Ich finde es so lustig, weil man sieht ja, dass du mehrere Fotos hast von diesem Apartment und ich dachte zuerst, das sind die Fotos, die du gemacht hast, die du dann halt für Airbnb hochgeladen hast. Hey Leute, ihr könnt hier für 3 Wochen übernachten. Weil warum hast du so viele Fotos einfach von deinem Zimmer genommen? Naja, weil man natürlich, also die anderen Fotos sind teilweise noch andere Wohnungen. Ja, genau. Guck mal, ey, wo ich wohne. Ich bin nicht der Typ, der gern angibt, aber wenn ich Harley Davidson Bettwäsche habe, dann wisst ihr, was da abgeht. Und geilen Spekulatius-Kekse da drauf. Spekulatius, Lebkuchen, wir sehen hier den alten Laptop. Keine Ahnung, hier laufen wahrscheinlich immer in die Simpsons, Andi. Ja. Diesen Schriftblock, den wir hier sehen, seht ihr überhaupt meine Maus? Nee, muss ich für mal. Ja. Den habe ich immer noch, weil ich so eine Sachen nicht wegschmeißen kann. Ich mache mir super selten Notizen und das ist irgendwie ein Whiskas Werbegeschenk gewesen von 2011 Rewe oder so. Liegt immer noch bei mir rum. Tisch natürlich super instabil inzwischen. Den habe ich nicht mehr. Den auch nicht mehr. Es ist eigentlich verwunderlich, dass ich nicht mehr. Das habe ich noch, hier den Mikrofonständer. Und das Bett natürlich auch, ne? Das Bett natürlich auch. Da habe ich ein halbes Jahr drauf geschlafen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das weitergeht. Ah ja, genau. Dann konnte ich irgendwann nicht mehr schlafen auf diesem Bett. Komisch. Deswegen ich dann dachte, es wäre doch cool, dieses aufblasbare Bett von meiner Mutter noch zu nehmen. Es war natürlich arschkalt. Und wieder der Stuhl Richtung Bett. Ja. Stuhl Richtung Bett. wir sehen hier diese Heizung. Das war damals eine erste Wohnung. Man kann ja Kosten nicht so richtig einschätzen. Und ich habe Angst gehabt, diese Heizung anzumachen, weil es keine Zentralheizung ist. Und dachte, ey, scheiße, das wird super teuer. Habe also das ganze erste Wintersemester mehr oder weniger ohne Heizung geschlafen und war halt ständig erkältet. Gut. Ja. Schön. So, das war also der zweite Schritt. Keine Ahnung, was hier drunter liegt und wie es ihr oder ihm geht, aber so, zweites Foto. So, dann irgendwann in die WG gezogen. Hier muss ich mal gucken, das war mein WG-Zimmer. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Beine. Ich hatte keine Beine in dieser Zeit. Da sehen wir eine Bayern-Bettwäsche, was halt, ich habe eben gerade gesehen, ich habe aus dem Schrank mir hier für den Kaffee auch so eine Bayern-Tasse genommen, war früher großer FC Bayern-Fan, inzwischen gar nicht mehr, sodass ich wirklich alles von Bayern München hatte. Aber weißt du, was das Schlimmste an diesem Bild ist? Diese Vorhänge sind die Hölle. Die sind die Hölle. Irgendwann wird ein so ein Ding, die eigentlich sonst so gerade sind, wird so schräg zur Seite rausstehen. Ja. Und dann kriegst du immer geklöter und dann kriegst du nicht mehr richtig hochgezogen und dann kriegst du nicht mehr gedreht und hey, genau Entschuldigung, so ist Trauma. Es. Genau so ist es. Und es war ein Riesenfenster und es gibt ja logischerweise keine Einheitsmaßen bei Fenster. Die sind immer arschteuer gewesen, diese Rollos. Ja. Was läuft denn Wrestling wahrscheinlich, würde ich mal annehmen. Ich habe ein bisschen Angst, da rein zu zoomen, aber wir gucken uns das mal an. Oh Gott, das so eine gute Idee ist. Ja, sieht aus wie Wrestling. Sind auf jeden Fall zwei Seile. Dann sehen wir hier oben Bader-Meinhof-Komplex Poster, was da dran ist. Damals hatte ich so eine RAF-Geek-Phase, sage ich ganz ehrlich. Fand ich das irgendwie super faszinierend, habe den Bader-Meinhof-Komplex gelesen und fand das einfach richtig spannend und krass zugleich. Hier natürlich die externe Festplatte, arschteuer gewesen. Das habe ich noch von meinem Vater aus der Arbeit gehabt, 20 Jahre. Die Unterlagen habe ich immer noch, die grünen. Es ist wirklich, deswegen hatte ich so, das ist die blaue Decke, die ich in jeder zweiten Videokonferenz immer noch umhabe. Ah, ja, seitdem einmal gewaschen, also keine Panik. Gut. So, hier sehen wir den Gegenschuss. Das blurrt sich danach, witzig. das ist der Gegenschuss. Und auch hier wieder, dieser Wellenspiegel steht gerade fucking hinter mir. Oh Mann. Im Zimmer. Ja, ich merke es, die Leute, am Anfang fandet ihr es noch witzig, jetzt seid ihr richtig erschüttert und traurig. Also ich glaube, diesen Spiegel wirklich, ich komme zu dir nach Hause, den müssen wir wegbringen. Ja, das ist wirklich alles andere, die Decke ist fein und so, aber dieser Spiegel, das ist wirklich der Inbegriff von nein.
Nee, ich habe halt null Style und null Geschmack, leider. Wunder, dass ich es so weit geschafft habe. Ja. Hier links sehen wir, dass die ist komplett still. Ja. Du warst ja gut, du warst ja auch schon in meiner aktuellen Wohnung. Du weißt ja, dass es hier auch super schlimm aussieht. Links dieser Deckenfluter steht vorne links von mir gerade. Und der ist natürlich, habe ich mir den nicht gekauft, weil er fucking Gold ist. Der ist von meiner Mutter natürlich noch. Oh, scheiße. Oh, yeah. So, ich muss kurz hier gucken. Achso, das ist noch die allererste Wohnung, das ist die Küche. Ja, okay. Das ist die Küche? Ja, die ist am Ende vom, hier ist das Fußende vom Bett und da. Ja, das ist das, die Küche. Das war noch die erste Wohnung, also der Gegenschuss von der allerersten Wohnung. Herd, scheiß auf den Herd, genau. Scheiß, ja, da hatte ich eine Mikrowelle. So, das haben wir schon gesehen. Dann habe ich hier noch was aus einer Studienfahrt. Da waren wir, das ist witzigerweise mein allererster Auftritt als Rapper gewesen. Jetzt denkt man ja bestimmt in einem lokalen Club irgendwo in Magdeburg oder so. Nein, natürlich in Jarocin in Polen bei einem einwöchigen Austausch mit anderen Universitäten, wo ich mit einer Freundin einen Song performt habe. Ich glaube, der Song hieß Meilenstein, mehr weiß ich nicht mehr darüber. Auch da sehen wir den Style wieder on point. Und wie hieß du als Rapper? Damals wahrscheinlich noch, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich Raven oder so. Hat mehrfach gewechselt. Ja. Hier sehen wir im Hintergrund, die anderen haben so Präsentationen gemacht. Wobei, es stimmt nicht, die bulgarischen Mädels haben gestrippt. Geil. Als ihre Aktion. Das muss ja auch zu irgendwas gehören, zu irgendeiner Performance, oder nicht? Ich zoome mal ran, ja. Wenn man da was durchs Loch, also, das ist nee, so mhm. Naja, es ist nicht sowas, ja. Hier stehen aber auch Töpfe, keine Ahnung. So, ich würde sagen, ich hätte noch viel mehr Fotos, aber ich glaube, ich muss das erstmal ein bisschen sacken lassen. Ich glaub, oder? Du musst erstmal deine Inneneinrichtung sacken lassen. Halleluja, ey. Ja, wirklich. Wow. Krass, wie die Stimmung jetzt. Sorry, ich wollte dich nicht einen schlechten Nachmittag bereiten. Aber vielleicht kommt das ja alles wieder irgendwann mal zurück. Also wenn du Kinder bekommst und die dann irgendwie nach Hannover fahren, um da zu studieren, kannst du ja auch wieder die Sachen weitergeben. Und vielleicht dann sind sie irgendwie 10 Euro wert. Oder ja, ich dachte halt hier bei meiner neuen Wohnung immer, ich richte mir das nicht ein, weil wir machen bestimmt irgendwann mal eine Matz darüber, in der mir das gemacht wird, so wie alle Fernsehschaffenden denken. Kaufe ich mir das selbst oder hole ich mir ein Kamerateam, das es mir macht? Hat aber leider noch nicht stattgefunden. Ja, ich wollte gerade sagen, oh, Andreas, ey. Was? Ach, ich will dir helfen. Tja. Das ist richtig jetzt so ein bisschen... Spiegel zeigen? Zeig ihn. Ah ja, und... siehst, achso, und die Lampe, die goldene Lampe? Oh mein Gott. Okay. Aber Andreas, benutzt du diesen Spiegel? Stehst du da und checkst dein Outfit, dass du gut aussiehst? Nee. Es ist ein Deko-Objekt. Ein ästhetischer Grund. Es ist ein Deko-Objekt. Hat einen ideellen Wert halt. Einen unglaublich ideellen Wert, dieser 8-Euro-Spiegel. Ja, aber es ist gut, wenn man nichts wegschmeißt und es benutzt, bis es cool ist. Naja, so. Ein Stück weit ist natürlich auch so ostdeutsche Mentalität, ne? Also, weil das so dieses, das habe ich schon noch anerzogen bekommen, dieses gar nichts wegschmeißen. Man könnte ja alles nochmal gebrauchen. Ist aber natürlich ein Trugschluss. Ja. Machen wir heute nicht mehr. Ich habe diesen Spiegel auf der Straße gefunden und mit nach Hause genommen, weil ich bin ja eher so, ich habe die meisten Sachen, die ich irgendwie, Möbel und sowas, jetzt nicht mehr, aber früher habe ich alle immer auf der Straße gefunden und dann mit nach Hause genommen. Und da habe ich diesen Spiegel gehabt, also jetzt auch vor 5 Jahren oder sowas, der ist mir aber währenddessen kaputt gegangen und ich hatte nur die Hälfte und die habe ich dann mitgenommen. Die eine Hälfte. Also ich muss mich immer runterbeugen, um mich anzugucken. Ey. Der Chat schreibt gerade noch, Linkschi hat sogar noch ein Festnetztelefon. True! Und das ist auch noch aus Hannover-Zeiten. Aber das sieht man wahrscheinlich, sieht man nur so halb. Ne? Oh, das ist richtig. Katjana und ich haben jedenfalls die gleiche Blume hinter uns stehen. Wir haben beide diesen, wie heißt die, Drachenlumpi oder so? High five! Pst.
Ich habe dir gerade umgetopft, geht's wieder richtig gut. Ich habe eigentlich so ein Schnapsregal auf dem Kühlschrank, aber jetzt ist hier mein erweiterter Schnapsregal. Die passt jetzt auf meine neuen Schnäpse, auf die jetzt gerade gekommen sind. Und zeig nochmal das, ich glaube, wir haben es beim Hallo Homeoffice schon mal gesehen, aber ich würde es gerne nochmal sehen, das Porträt hinter dir. Das ist ziemlich geil. Ja, das ist mein Hammer. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ja, das hat Volane gemalt. Müsst ihr mal checken, die ist abgefahren. Und die hat, also ich habe irgendwann mal so ein Foto mit meinem Partyhut gemacht. Der ist jetzt auch hier. Vorsicht, mein Bauch, nicht drauf gucken. Okay. Das ist der Partyhut. Ich kann quasi mit dem Partyhut unter meinem Partyhut-Bild sitzen. Eigentlich, wer sich halt auch voll darüber freut, ist der Partyhut selber, dass er dieses Bild von sich da stehen hat. Der ist halt die ganze Zeit geil drauf. Süß. Andi, hast du noch ein paar Fotos für uns? Ja, ich muss so irgendwie den Partyhut abkriegen. Das ist wichtig, der darf nicht kaputt gehen, denn es ist so ein essentieller Einrichtungsgegenstand hier. Jetzt höre ich mich gerade auch gar nicht. So, jetzt habe ich das hier vertüdelt, aber das wird dann gleich, mache ich später. Guck jetzt übrigens Foto. Nicht in den Chat, ich will das alles nicht lesen. Ach. Es ist bestimmt einfach so Hilfsangebote und so, die du bekommst. Also, ich teile meinen Desktop. Oh, bei diesem Bild war mir stehen geblieben. Stimmt, da habe ich gezeigt. Dann habe ich das habe ich gerade noch dazu gefügt. Als nächstes kommt noch mal ein Kinderfoto. Das ist auch der junge Andi im Garten meiner Großeltern. Und guck mal, ich habe schon immer gerne Radlerhosen getragen und dann das eine Bein hochgezogen. Nee, Quatsch. Also wir hatten da eigentlich eine Luftmatratze aufgeblasen, aber mein Opa war halt so ein Seemann, ja, oder ist er immer noch, der hat so ein krasses Lungenvolumen, weil der auch so noch ein Taucher und so, der hat die aufgepustet und dabei sind die Nähte gerissen, er hat einfach immer weiter diese Luftmatratze aufgepustet und ich bin dann darauf rumgehüpft und irgendwann war das zu gefährlich, es sind auch zwei Nachbarskinder, sind da drauf geklettert und runtergefallen, haben sich verletzt und dann kam mein Opa irgendwann mit einem Messer und sticht einfach diese riesige Matratze ab. Oh, guck mal, das ist mein Laptop und hier ist auch ein bisschen Asche drauf gerade. Obwohl es gerade eilig hatte. Ja, das ist das. Jetzt mal weiter. Oh, ja, da bin ich gerade auf Chorfahrt. Ich war im Schulchor. Und auch nur wegen dieser Chorfahrt, denn ich wusste, dass diese Menschen, also diese Art von Menschen auch dabei sein würden. Und dass es diese Getränke hier gibt. Das bedeutet, ich habe mir gedacht, diese Menschen... Diese Getränke und dieser junge Mann. Ja, das waren meine Gedanken. Was kommt hier? Oh, guck mal. Das ist ein Bild von mir, da muss ich mal ranzoomen. Das war in Lorette de Mar. Und zwar nach dem Abitur. Da hatte ich gerade mein Abi fertig. Da macht man ja manchmal so eine Busreise mit Leuten, mit denen man zusammen Abi gemacht hat und fährt irgendwo hin, um sich dann fürchterlich zu betrinken. Das habe ich auch gemacht und allerdings auch mit einer gewissen Ablehnungshaltung. Ich habe mich quasi wie The Crow geschminkt und bin dann mit so einem Dings gefahren. Und hier ist noch, ich bin nicht alleine geblieben lange. Pass auf, jetzt ist das nächste Bild, muss hier wieder hin, zack, so. Da, guck mal, da habe ich diesen Dude gefunden. Und da sind wir Best Friends geworden. Das ist voll gut. Den musste ich jetzt auch nicht blören, denke ich, weil der ist ja geschminkt genug. Was ist da gesplattert auf deinen Sachen? Was geht ab? Ey, Lorette Mar, keine Ahnung, wahrscheinlich alle möglichen Flüssigkeiten, wahrscheinlich auch irgendwelchen... Erzähl mir davon. Ja, da wird halt viel getrunken. Ich finde das ziemlich optisch ansprechend. Auf jeden Fall, wenn du aussiehst wie The Crow mit so einem Punkerband-Pulli, dann aber so ein Hawaii-Bändchen um. Ich finde, das ist ziemlich griffig. So. Ich weiß auch nicht, warum das dazwischen gelandet ist. Ach, guck mal hier. Das ist passiert während des Zivildienstes. Oh, guck mal. Das war während des Zivildienstes. Ich habe mir gerne immer Sachen mit den Haaren gemacht. Und da waren die auch schon wieder einigermaßen lang. Und da war ich die Nacht vorher auf einem Konzert und habe mir dafür die Haare gemacht. Und zwar der Trick, um solche Haare sich zu machen, man stylt sie und färbt sie gleichzeitig, ist mit so einer Kindermalfarbe. Das ist so Fingermalfarbe, also eine Farbe, mit der man mit den... Das ist übrigens der Garten meiner Eltern, das ist auch sehr schön. Da bin ich mal reingefallen. Aber es ist nichts passiert, denn ich konnte schon schwimmen und bin größer als das Ding gewesen. Aber traumatisiert bin ich immer noch. Traumatisiert bin ich immer noch. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich nach Pfütze vorbeilaufe. Ich finde das ziemlich geil, wenn man sich damit die Haare jedenfalls macht. Man kann, weil das wird fest, diese Farbe, und man kann damit die Haare stylen und hat gleichzeitig so, als hätte man Feuer. Und das ist natürlich ein bisschen auch inspiriert von Final Fantasy VII, jetzt ja auch gerade ein großes Thema, deswegen ich damals die Haare so hatte. Ja, was kommt als nächstes? Oh, das ist die Badewanne bei unserer ersten WG-Einzugsparty. Solche Bilder hat jeder, aber
Meine Mitbewohner, ich habe als erstes Mathe und Informatik studiert, aber meine beiden Mitbewohner haben Bio studiert. Und deswegen, der eine auch schon ein bisschen länger, der ist quasi zu uns gezogen, als ich mit dem anderen Dude zusammengezogen bin, weil er kein Zivi machen musste, war also schon ein Jahr da. Und der hatte schon, der hat auch gar nicht Bio gemacht, der hat Chemie gemacht. Der hatte auf jeden Fall einen Schlüssel für diesen Schrank, dass man sich so einen dampfenden Beutel besorgen konnte an der Uni. Da ist quasi Trockeneis drin und wir haben das Bier damit gekühlt. Und dann, das passiert, wenn man Trockeneis in der Badewanne wirft. Wir hatten die komplette Wohnung mit, was ist denn das dann für ein Gas? Auf jeden Fall eins, wo man stirbt, wenn man zu lange drin liegt. Kohlenmonoxid, ist es so? Ja. Ja, ne? Und ja, das war, ich weiß nicht, ob es gefährlich war, es nicht. Also außer man liegt auf dem Bauch, auf dem Boden. Dann ist es gefährlich. Aber sonst läuft es ja die Nacht, also das Treppenhaus runter, dann, oder ich weiß auch nicht genau. Was ist, oh, das ist meine zweite WG, da bin ich auf Klo. Wir hatten da keine. Ja. Das ist mein Schaf! Das Kohlendioxid ist super. Übrigens, muss ich sagen, bevor der Chat durchdreht. Ich glaube, Kohlendioxid, ja. Sagt der Chat. Ja, es ist wahrscheinlich Kohlendioxid. Wahrscheinlich hat der Chat recht, aber ich bin ja auch gerade nervös, weil ich was erzähle. Das ist in meiner alten WG. Ich habe ungefähr 40 von solchen Fotos, immer mit anderen Leuten, die auf der Toilette sitzen. Also 3 davon sind auch von mir. Wir hatten man konnte das Badezimmer nicht abschließen und davor war so ein Podest mit dem Fotoapparat. Und man konnte halt immer, wenn jemand auf Klo war, dann kommt man reingehen und die Person fotografieren. Das war so ein Contest, wer macht das dümmste Bild von anderen Leuten. Ja. Kann ich dir ganz ehrlich. Du hast hier ein Problem, kleines. Siehst du? Oh. Was ist da passiert? Ich mach Pipi. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Pipi mache, weil ich putze mir die Zähne. Ich würde niemals beim Zähneputzen ein größeres Geschäft angehen, weil ich brauche dann meine Hand und will die nicht dreckig machen. Aber eben so Pipi machen und dann trotzdem eben Gameboy spielen, ja. Ich muss sagen, Andi mal wieder seiner Zeit voraus, denn wenn ich was nicht mehr sehen kann, dann sind es weibliche Influencer, die auf Toilette sitzen auf ihren Fotos. Ja, es gab damals so ein H&M-Poster, ich glaube, das war von H&M, da stand so Toilet Cam drauf und das war immer das gleiche Badezimmer mit verschiedenen Leuten, die da drauf sind. Und genau so ein Poster wollte ich machen. Also ich habe quasi auch nur kopiert, also die Idee war von mir, uns immer einfach auf diese Toilette zu fotografieren. Jetzt habe ich von meinen ganzen Leuten, mit denen ich in der M5, so haben wir die WG damals genannt, weil die Straße mit M anfing und die Hausnummer war 5. Und weil immer viele Leute da waren. Also ich habe von allen Leuten, die da gewohnt haben, plus von etlichen Gästen, einfach solche Fotos. Und die wollte ich irgendwann mal zusammenpacken zu so einem Poster. Auf jeden Fall voll viele schöne, liebe Leute in natürlichen, natürlichen Umgebungen oder so. Weiß ich auch nicht. Was kommt und hier aus? Dieses CD-Ständer, ja. Hast du, Andreas, sowas hast du auch immer noch in deiner Wohnung? Ich habe tatsächlich noch CDs und einen Ständer, aber beides zusammen nicht, nee. Ja, man kann ja... Das kann ich mir gut vorstellen bei dir in der Wohnung. Wenn man einen Ständer hat und einen Laser, dann kann man quasi die CD auf den Ständer stellen, das heißt drehen und oder? Drauf lasern. Dann hat man quasi... Ja, wir hatten halt unser CD, also damals hat man noch nicht so, Bluetooth gab es auf jeden Fall noch nicht und man hätte auch nicht so Handymusik. Und ab und zu wollte man ja auch baden, hier war eine Badewanne und eine Dusche. Und dann wollte man ein bisschen Mucke hören, so Kuschelrock, je nachdem, mit wem man gerade badet oder duscht. Oder wenn man da, ja, ist ja auch egal. Also wenn auf jeden Fall war der Deal, wenn im Badezimmer Mucke läuft, dann kommt man nicht rein und macht ein Foto. Deswegen halt auch so viele CDs. Also man muss ja auch irgendwie... Das irritiert mich trotzdem noch. Warum steht das? Der was Stuhl, wie heißt der denn, dieser Ikea-Poeng-Stuhl oder so? Ja, ich glaube, der sollte gerade weg und stand erstmal kurz da, bis Sperrmüll war. Und natürlich, wenn irgendwo ein Stuhl rumsteht, wird erstmal alles draufgeschmissen. Das ist ja klassisches. Okay. Dieses Handtuch habe ich tatsächlich noch. Also bei mir ist Problem mit Wegwerfen hauptsächlich so diese, wie sagt man, Textilien kann ich schlecht wegwerfen. Dieses Hemd zum Beispiel habe ich noch. Die Mütze nicht, die gehörte einer Freundin von mir. Die hat sie wieder. Ja, das ist jedenfalls unser WG. Was ist hier? Oh, guck mal, das war im Rahmen meines Studiums. Da bin ich gerade auf dem Feld am Ackern. Da mache ich gerade so Steine aus dem Boden raus. Da war ich in Simbabwe und habe da eine Schule mit aufgebaut. Da habe ich quasi physisch gearbeitet und so ein bisschen... Ach, solche Fotos Kram könnte man auch zeigen. Die habe ich jetzt... Also wenn es ums Studium geht... Das war das, einfach, das sieht aus, als würdest du gleich Let My People Go singen. Meinst du, ich rede mit dem König von Ägypten und bin Moses?
Guck mal, ja. Das Geile ist, auf meinem T-Shirt ist ein Graffiti von mir selber. Ich hatte immer so eine Schablone und habe so mein Gesicht überall hingesprüht. Und da habe ich ein Unterhemd mit mir selber drauf, was irgendwie überheblich ist. Jedenfalls haben wir da diese Schule gebaut. Genau, es gab ein Seminar, das hieß Praxis der Entwicklungszusammenarbeit. Und im Rahmen dieses Seminars an der Soziologie hat man dann selber geplant, mal irgendeinen Einsatz zu machen. Ja, da ist mein Bett in dieser Zeit gewesen. Das waren im Prinzip zwei Schultische mit so einer, ja, mit einer Schlafmatte, Schlafsack. Und hier habe ich einen Pulli gehabt und den vollgestopft. Das war mein Kissen mit dem Moskitonetz. Und da habe ich dann irgendwie 6 Wochen drauf gepennt. Das war aber in Ordnung. War in Ordnung, man gewöhnt sich halt dran. Die ersten 3 Nächte sind fürchterlich und dann harter Boden ist eigentlich besser, als wenn es zu weich ist. Weil an das Harte gewöhnt man sich, das Weiche, das versucht der Körper, glaube ich, nachts immer irgendwie auszugleichen oder so. Oh, das war mein Bett. Da, hier, ich hatte immer eine Rolle Gaffer-Tape dabei und wir sind getrampt, weil man nicht wirklich, ich habe hier ein Gesicht nicht geblurrt, ups. Und dann ist die Motorhaube auf einmal aufgeklatscht und ich habe es mit Gaffer-Tape repariert und alle waren sehr glücklich, dass es funktioniert hat. Es hat auch funktioniert. Wir sind dann auch noch bestimmt 300 Kilometer weiter mit diesem Wagen gefahren und die Motorhaube kam nicht mehr hoch. Wie cool. Und das war jemand, der euch mitgenommen hat? Ja, genau. Was für ein Glück für ihn. Wie geil. Wie cool. Ja. Boah, dieses Bild, ey. Hammer. Da war ich mit diesem kleinen Dude, ich weiß nicht, wie alt er gewesen sein mag, vielleicht 10, ja. Bin ich durch die Gegend gelatschen und er hat mir diese Dinger gezeigt, diese Früchte hier, ja. Die sind in dieser Größe sind die reif. Ich bin mir nicht sicher, ob das Amarula ist. Ich habe es irgendwann mal versucht, nochmal zu googeln, habe es dann auch wieder gefunden und jetzt wieder vergessen. Aber ich glaube, es ist nicht Amarula. Amarula ist vielleicht ein bisschen weicher. Jedenfalls gibt es die in unreif, liegen die auf dem Boden und sind dann grün. Und in eher reif sind dann gelb. Und dann nimmt man eine grüne und haut damit die gelben kaputt, nimmt dann einen Stock und löffelt die aus und ist danach so krass berauscht. Also es ist nicht einfach nur Alkohol, der da wirkt. Es scheppert richtig. Das ist der Hammer, ey. Aber es ist auch so, dass die ganzen Einheimischen sagen, ja, isst mal maximal 3 davon, sonst ist nicht gut. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich esse maximal 3 davon. Das ist auf jeden Fall nach dem 4. Ich war immer schon super fröhlich und alles war richtig geil mit Mustern und so. Ey, abgefahren. Ja, es war abgefahren. Oh, das ist in Bulawayo. Das fand ich so abgefahren, das musste ich unbedingt fotografieren, weil ganz viele Hütten werden einfach noch mit Asbest gebaut und es wird überall Werbung dafür gemacht, als wäre es nichts. Und ich denke halt so, Alter, what the fuck? Das ist Asbest, Mann. Das macht einen tot. Und da wird es einfach beworben. Das fand ich einfach ziemlich krass. Und dann habe ich gedacht, ob es wohl in Deutschland irgendwelche, nicht nur in Deutschland, aber in finanziell besser gestellten Ländern, Firmen gibt, die sagen, ja, wir entsorgen ihren Asbest als Restmüll und die nehmen das einfach und verschiffen das nach Afrika, da wird es verkauft, lol. Ich denke mal, sowas gibt es, da muss ich mal recherchieren. Das war mein Asbestbild, ich weiß gar nicht, ich wollte es einfach zeigen, keine Ahnung. Ah, guck mal, danach war ich in der Hochschulpolitik und da wurde ich gewählt. Das war mein Wahlflyer, ich habe den nur in schlechter Qualität da gehabt. Das ist auch ein mehr Superhelden ins Studierendenparlament. Guck mal, jetzt würde ich zum Beispiel gendern. SuperheldInnen würde ich jetzt schreiben. Im Studierendenparlament. Zum Beispiel Andreas Strauß, Liste 4, Platz 4 vom Unabhängigen Fachschafterforum. Und Andreas, wo du meintest, du hattest so einen RAF-Fimmel mal, ne? Ja. Ich bin gewählt worden, beziehungsweise meine Gang ist gewählt worden und wir konnten mit den AStA stellen. Und dann war ich nämlich Kulturreferent im AStA der Uni Münster. Und damit war ich quasi die politische, also die Nachfolge von Ulrike Meinhof, die nämlich auch Kulturreferentin war. So, ich habe quasi ihren Job später gemacht. Und das ist mein Werbeflyer dafür gewesen. Das ist eigentlich so eine Schlafmaske gewesen mit so riesigen Katzenaugen. Und das Cape war nicht mein Cape, das war gleich einfach so ein alles oder Bettwumsi. Was ist hier? Ich glaube, da müsste noch eins kommen. Ah, ich muss zurück. Ja, kommen Sie. So? Oh ja, guck mal, das ist auch Teil meiner politischen Arbeit gewesen. Hier muss ich, der guckt richtig grimmig. Ich musste ihn leider blurren, der hat aber so richtig grimmig geguckt. Bei Demos habe ich nämlich immer Folgendes gemacht, immer wenn es, das war in Dortmund so eine Nazi-Demo. Da habe ich quasi meine Postuniform an, um immer aus dem Kessel rauszukommen. Und hier ist quasi mein schneller Einsatzkit mit so Sachen zum Kabelbinder durchschneiden und Wasser, um Tränengas wegzuwischen und so. Ja, das war auch noch Studienzeit. Und danach habe ich
Danach habe ich nicht mehr studiert. Gut. Ich finde das Bild aber schön, wie ich da so rumstehe. So, ja, ich bin der Postmann. Hättest du es nicht bei dieser Illusion belassen können? Ja, ich war auch mal Postmann übrigens. Genau. Gut, Andi, dann danke ich dir schon mal für diesen Einblick. Warte, wo mache ich denn jetzt? Leute, wie geht's euch denn jetzt? Habt ihr euch wieder erholt? Ich habe das Gefühl, irgendwann ist die Stimmung gekippt. Es tut mir leid. Ich fühle mich schlecht. Mir geht's. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich gerade einfach nochmal voll schnell einfach drauf losgequatscht habe, weil ich irgendwie so auf die Zeit geguckt habe. Jetzt hänge ich, rette mal eben kurz den Smiley-Hut. Ich höre aber trotzdem mit einem Ohr weiter. Ja, Nasti. Ich habe ja. Erzählen. Katjana, was hast du da noch? Oh, was geht ab? Was ist das? Damals, als ich noch als Soldatin gearbeitet habe. Das habe ich gerade nur gefunden. Nee, da ist irgendwie so ein Kurzfilm, den ich gemacht, oder Film, den ich gemacht habe. Okay, willst du den jetzt noch bewerben oder was soll die Nummer, jetzt, die genau. Nicht abgesprochen war vorher? Hat mir schon Werbung, weil wie gesagt, ich wollte ja ein bisschen Werbung hier machen. Also grundsätzlich einfach Werbung für mich. Geht das? Kann man mich? Ja, folgt Katjana Gerz. Ja, es gibt ganz viele Fotos von mir auf der Toilette. Ohne Klopapier im Hintergrund. Nee, es ist ein komisches Gefühl, das alles durchzugucken. Viele Erlebnisse, die man so rückwirkend nochmal erlebt. Wären wir früher befreundet gewesen? Wer jetzt? Mit dir oder was? Hey, wir alle vier. Bis zu dem Moment, wo wir mit dir nach Hause gehen. Ja. Dann wäre aus die Maus. Aber dann war es erfahrungsgemäß meistens schon zu spät, denn ich hatte so drei Ketten hinter der Tür. Ach, Leute. Das ist eine gute Frage. Wären wir befreundet? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, so jemand wie Andreas hätte ich wohl gekannt. Oh Gott. Also man kann es ja meistens anhand von Bildern gar nicht sagen. Es kommt ja immer darauf an, wie rennen die Leute rum, was labern die? Also nicht, wie sehen die aus, sondern was labern die? Und wenn man mit den Leuten reden kann, also ich denke, wenn ich jetzt die Fotos durchgucke und ich habe jetzt nur Sachen genommen, wo ich wenig blören musste und so, dann denken, also ich bin schon mit vielen Leuten unterwegs, wo ich ein ungleiches Paar mitbilde. Mhm. Aber weil es darum geht, es halt einfach nicht, wie Menschen aussehen. Oh, siehst du. Sorry. Geht's schon wieder um deinen Promo für den Film? Und ich hätte noch so ein paar Bilder. Ach Leute, ich weiß auch nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, wer wäre mit wem befreundet gewesen? Ich glaube, wir müssen alle erstmal ein bisschen durchatmen. Ja, ich habe ein Problem und ich habe das mit euch geteilt. Vielen, vielen Dank, liebe Katjana. Wann kommt der Kurzfilm raus? Weiß man das schon? Du, es wird ich gebe noch ein Update später. Gut. Ja. Das sehen wir dann auf ihren Social-Media-Kanälen. Lieben Dank, Nasti, für deine Erlebnisse in Cleveland. Andi, vielen Dank für diesen Querschnitt durch dein illustres Leben, was mich immer wieder zu der Frage bringt, wie das eigentlich alles in ein Leben passt. Und ich würde gerne mal so eine Timeline sehen, wann eigentlich was alles war in deinem Leben, weil gefühlt ist es zu viel für ein Leben. Aber danke, dass du das mit uns geteilt hast. Liebe Zuschauer, lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da, was hat euch besonders gefallen. Ob ihr das nochmal wiedersehen wollt hier, die Dia-Show, dann sagt das gerne. Vielen Dank, ihr Lieben. Macht euch noch einen schönen Nachmittag. Ihr zu Hause auch. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.